Wir laden ein zu einem Herzensthema, zu einem Workshop. Der lautet Psyche und Nervensystem durch Herzkohärenz in Einklang. Zur Klangtherapie. Wir beide sind Therapeutinnen, Ergotherapeutinnen und Klangtherapeutinnen und verbinden unseren Beruf mit dem Klang. Ja. Und in dem Workshop wird es darum gehen, theoretisches Wissen mit praktischen Übungen zu verknüpfen, Fallbeispiele kennenzulernen und sich mit dem Thema Herz und Herzenswärme zu beschäftigen. Noch wer wir sind. Ich bin Angelika Riekmann, 35 Jahre Ergotherapeutin, Klangtherapeutin und Ausbilderin am Peter-Hess-Institut für die Klangausbildung und die Weiterbildung Klang der Neurologie und Psychosomatik. Ja, gut. Ich bin Ergotherapeutin, seit über 30 Jahren, in eigener Praxis tätig, seit 22 Jahren, Fachtherapeutin für Psychiatrie und Psychosomatik, Gestalttherapeutin und Leibtherapeutin. Und das Thema Herz steht oft im Mittelpunkt der Arbeit. Dieser Workshop soll Therapeuten ansprechen und jeden Menschen, der sich für das Thema Herz interessiert, Herzensthemen. Es geht nicht nur um Herzenskrankheiten, sondern überhaupt Herzensthemen. Wir sprechen über das gesunde Herz, das körperliche Herz, das physische Herz. Dann geht es auch um das emotionale Herz, die Herzensthemen, die Herzchakra, seelisch-emotionale Herz und über das metaphysische Herz, die Ganzheitlichkeit. Und diese drei Aspekte, diese drei Ebenen des Herzens als unser inneres, zentrales Organ bringen wir in Kontext mit Klang und Therapie, Medizin und mit Klanganwendung. Ein Herzensthema und ein Herzensanliegen. Ja, wir schlagen die Brücke von der Ergotherapie zur Klangtherapie und die Verbindung zwischen den beiden Therapien, die dann als eine Methode anwendbar sind in der Therapie. Und es geht um die Psychosomatik, also die Zusammenhänge zwischen Körper, Seele oder auch Körper, Seele und Geist. Und deshalb ist das Thema im Prinzip für jeden Menschen interessant, ob man Klient ist, ob man Therapeut ist, ob man Klangmassagepraktikerin ist. Das spielt gar keine Rolle. Es ist das Herzensthema und wie man den Zugang Herz und Klang mit fachlichem Wissen, medizinischem Wissen und Klangwissen verbinden kann. Wie zwei Puzzleteile, die ineinander passen. Genau, das Thema Kohärenz werden wir sehr deutlich erklären, sehr ausführlich aus verschiedenen Aspekten, was es mit der Herzkohärenz auf sich hat, dass man aus Unstimmigkeiten, Unpässlichkeiten oder Krankheiten wieder in eine Neuordnung kommt über die Herzkohärenz. Auf allen Ebenen, physisch, seelisch und ganzheitlich. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen.